Alter, jetzt werde ich richtig schnell. Oh Gott. Hallo, ich mach mal ein Resümee. Und hier ist Ira. Ich filme dich zurück. Ira, dein Statement. Von den Blue Mountains? Ja, und von Australien ins Allgemeine so hier. Teuer, aber schön. Positives. Ja, gut. Schön. Und ja, es hat bisher sehr viel Spaß gemacht. Tim, was hältst du denn von Australien? Also, ich finde Australien schön. Es ist auf jeden Fall teuer. Haben wir ein paar Preise zum... Zwei Aprikosen, $2.80. Also eine Aprikose, zur Erinnerung, das sind diese kleinen Früchte. Also eine so eine kostet 1 Euro. Ansonsten kostet eine Gurke 1 Euro. Was kostet eine Gurke in Deutschland? 20 Cent? Oder so? Alkohol, sehr, sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Es gibt aber einen super günstigen Wein, der nennt sich Goon. Da kosten 4 Liter $10. Also 4 Liter kosten 7 Euro oder so. Das ist wirklich mega billig. Dementsprechend scheiße schmeckt der auch. Was ist noch teuer? Alles. Hostels. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Wie viel Dollar kostet das, wo wir? 56? Ja. Zur Weihnachtszeit $56 für eine Nacht. Wie viel Euro sind das? 40 Euro. 40 Euro für eine Nacht in einem 8-Bett-Zimmer. Für eine Nacht in einem 8-Bett-Zimmer in einem Hostel. 40 Euro. Das ist schon happig. Was ja auch ungewöhnlich ist, also wenn man hier nach WGs sucht, meistens findet man dann WGs, wo man sich sein Zimmer auch mit anderen Leuten teilen muss, weil hier die Wohnungssituation so katastrophal ist und alles, was es gibt, untervermietet wird. Hier werden sogar irgendwelche Gartenhäuser oder so untervermietet. Ja, ist so, kein Spaß. Also hier wird alles untervermietet. Ist so einfach. Was kostet noch viel Geld? Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, aber man kann ja auch nichts anderes tun. Oh, ich mach mal so von oben herab. Wirf einfach Wörter her, ich improvisiere. Mach was draus. Egal was. Bett? Oh, die Betten. Wir schlafen hier seit Ewigkeiten nur in Hochstockbetten-Dings. Hier solche immer nur. Ich habe immer das untere. Ich kann euch jetzt mein unteres hier zeigen, da wo es unordentlich ist. In solchen Betten schläft man in Australien. Nächstes Wort. Arbeit. Arbeit. Oh Gott, ich habe immer noch keinen Job gefunden, habe mich auch gar nicht beworben, ehrlich gesagt. Also doch, also ja, also ich habe meinen englischen Lebenslauf geschrieben, der sieht hier ein bisschen anders aus. Und Arbeitssituation, also man wird hier gut bezahlt. Es ist zwar alles teuer, aber man kriegt ja auch gutes Geld. Dementsprechend, sobald ich arbeite, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr alles so super teuer finden. Aber warum rede ich jetzt auch so schnell auf einmal? Ira, nächstes Wort. Essen, oh Gott. Wir kochen hier eigentlich immer so, weil außerhalb Essen richtig teuer ist. McDonald's ist ja auch teuer. Ira? Oh, ist schwindelig. Was esse ich immer? So morgens und abends und zwischendurch? Toast. Mit? Salami. Und du? Nutella. Ja, in 2 Wochen Australien haben wir bestimmt, lass mich lügen, 15 Packungen Toast gegessen. Ist so. 37% des Geldes, welches ich ja ausgegeben habe, ging wahrscheinlich für Toast, Salami und Butter drauf. Noch habe ich keine Känguruhoden gegessen, Maden auch nicht. Das essen die Leute hier auch gar nicht unbedingt. Das ist nur so ein Gerücht. Nächstes Wort. Koala-Bären haben wir noch nicht gesehen. Nächstes Wort. Wäsche waschen ist hier richtig nervig. Also in manchen Hostels kostet es auch richtig viel Geld. Also in dem anderen Hostel, da muss man dann $4 bezahlen und dann nochmal $4 für den Trockner. Und ich habe Angst, dass meine Sachen hier eingehen, aber bisher sind sie noch nicht eingegangen. Alter, jetzt werde ich richtig schnell. Oh Gott. Mir ist langweilig. Naja, das kann ich nicht noch erzählen. Ira, ist dir ein Wort eingefallen mittlerweile wieder? Duschen. Oh, ich hasse es, ehrlich gesagt. Ja, also mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, ist schon okay. Aber das ist schon nervig, immer so seinen Kulturbeutel mit ins Bad zu nehmen. Da muss man immer planen, was man mitnimmt, was man anzieht, weil man will ja auch nicht nackt wieder zurücklaufen und solche Sachen. Also so ganz voyeuristisch, voyeurismusmäßig. Nee, Voyeurismus ist, wenn man andere beobachtet. Oder? Ja. FKK-mäßig? Ne, keine Ahnung. Wie heißt das, wenn man so gerne nackt ist? Bin ich nicht mehr. Okay, ich weiß auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, gute Frage kommt nicht. Exhibitionistisch, genau. Das bin ich nicht. Oder ein Nudist.
Ein Nudist. Das klingt auch gut. Bei Wäschewaschen waren wir, ne? Dass man die Wäsche waschen muss, um nicht nackt zu sein? Keine Ahnung. Duschen. Ja, duschen geht halt klar, aber ist jetzt nicht so geil. Ehrlich gesagt nervt sich mehr so die Küchensituation. Also dadurch, dass in diesem Hostel kaum jemand ist, hat man die Küche für sich alleine. Aber in anderen Hostels muss man sich teilweise eine kleine Küche mit vielen Leuten teilen. Und das ist chaotisch. Und alle Töpfe, alle Pfannen sind komplett schwarz durchverbrannt und eigentlich schon komplett kaputt. Aber naja, was soll man auch tun? Man hat halt auch keine Gewürze. Man hat halt auch nicht das Geld, sich Gewürze zu kaufen. Hier haben wir zum Beispiel nicht mal Pfeffer. Ja, was auch immer. Uns fallen keine Wörter mehr ein. Wenn ihr Wörter habt oder Fragen habt, dann stellt sie einfach in den Kommentaren. Ich beantworte sie sehr gerne. Hey, eigentlich könnte ich das echt öfter mal machen. Einfach so ein Video, wie ich Fragen beantworte. Man kann eine Frage stellen. Ach, stimmt, mir stellt ja gar keiner eine Frage. Könnt ihr mir Fragen stellen? Das muss euch ja auch nicht interessieren. Stellt einfach die Fragen. Ja! Jetzt mache ich noch einmal eine Pirouette. Warte, du musst filmen.